lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im 22. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Und es gibt jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viele Highlights. Es ist total verrückt, dass wir jetzt schon beim 22. Türchen sind und so kurz vor Heiligabend und Weihnachten stehen. Aber ja, ich möchte euch heute eine Buchreihe vorstellen, wo zumindest schon der erste Teil bei mir als echtes haptisches Buch eingezogen ist, nämlich die Reihe um den Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon. Das Buch ist im englischen Original als ein Buch erschienen, bei uns im Deutschen wurde es gesplittet. Zum einen haben wir hier den ersten Teil die Magierin und der zweite Teil die Königin ist dann in Blau gehalten. Und man merkt dem Buch auch an, dass es einfach mittendrin geteilt wurde. Was ich persönlich immer nicht ganz so schön finde, aber das tut der Geschichte dieser Reihe, dieses Buches, keinen Abbruch. Es ist High Fantasy, wie ich es liebe und ich habe so bemerkt, bei meinen Highlights sind in diesem Jahr doch viele Fantasy-Geschichten enthalten, was ich tatsächlich umso schöner finde. Wir haben in diesem Buch, in diesen Büchern, im Grunde sehr einflussreiche Frauen in Ines und wir haben hier auch verschiedenste Perspektiven, die ich super spannend dargestellt fand. Die Geschichte handelt von einflussreichen Frauen in Ines und wie es sich in der Fantasy gehört, haben wir hier auch eine Portion Drachen. Wir haben viele unterschiedliche Perspektiven, die uns die Welt und auch die Geschichte näher bringen, die uns eben auch die Unterschiede zwischen Ost und West darstellen und uns eben zeigen, wie unterschiedlich auch Glaube sein kann, wie unterschiedlich Mythen dargestellt werden können und was eben ja, dahinter steckt, wie eben verschiedenste Geschichten im Laufe der Zeit sozusagen überliefert wurden. Wir sind zum einen im Westen unterwegs, wo die Drachen als böse gelten und wir treffen hier auf eine Königin und auch auf die Zofe Eärd, die eine sehr große Rolle spielt in der Geschichte und wir haben im Osten ja eher so ein bisschen die Drachen noch vergöttern, verehren und sie auch als Ratgeber hinzuziehen und dort treffen wir dann zum Beispiel auch auf eine Drachenreiterin, deren größter, sehnlichster Wunsch tatsächlich ist, einen Drachen reiten zu dürfen. Diese beiden Gegenden, ja, Welten, wenn man so möchte, haben sie ihre Probleme miteinander, eben genau aufgrund dessen, wie ihnen die Geschichten überliefert wurden. Und wir haben hier eine wahnsinnig große, ausführliche Welt, die wirklich intensiv gestaltet wurde, wo jede Ecke gefühlt einfach hier ist, die uns erzählt wird, die uns bildhaft durch die verschiedenen Perspektiven auch wunderbar beschrieben wird. Und es ist sehr groß, es ist episch, es ist sehr ausführlich und es ist wirklich, ich fand einfach, ja, so richtig filmisch ist das bei mir im Kopf abgelaufen. Samantha Shannon hat hier wirklich eine Kunst, im Grunde die Welt zu zeigen, die Natur zu zeigen, die verschiedenen, im Grunde auch Städte darzustellen, dass man wirklich einen Unterschied darin bemerkt und eben auch merkt, wo eben manche Dinge herkommen aus den Mythen und Legenden. Es ist unfassbar tiefgründig, das muss ich wirklich sagen. Ich fand die Charaktere sehr echt und einfach so deren Entwicklung und Wachstum fand ich wirklich ganz, ganz toll dargestellt. Man konnte mitfiebern, mitgehen, man konnte Empathie empfinden. Man hat einfach diese Möglichkeit bekommen, diese Charaktere ja ganz nah kennenzulernen und eben auch ganz tief in sie hineinzuhören und zu blicken. Und das hat mir auch besonders bei Samantha Shannon gefallen. Was mir ganz besonders gefallen hat, neben natürlich den Geschichten und Charakteren, die wir betrachtet haben, ist natürlich das Reisen in dieser Welt. Also nicht, dass jemand sich auf einen Roadtrip begibt, sondern dass wir an verschiedensten Standorten sind und dadurch natürlich die Welt auch ganz toll kennengelernt haben. Dass wir ganz intensiv dabei sind, dass wir auch die Geschichte dahinter gezeigt bekommen und eben auch, wann die Geschichte irgendwann mal abgewichen hat. Und wir haben hier natürlich auch so ein bisschen Intrigen und wir haben ja Attentate und es wird auch das Königshaus im Grunde in Frage gestellt und gleichzeitig natürlich auch die Frage, sind Drachen böse oder eben nicht? Und wir haben auch eine Magie innerhalb dieses Reiches und das finde ich einfach großartig. Und das ist vom Schreibstil wirklich gelungen, was hat mir unglaublichen Spaß gemacht, sowohl Band 1 als dann auch Band 2 und ich
bin definitiv sehr happy, dass es dieses Buch gefühlt so in einem Zug, ich habe glaube ich nur 2 Wochen zwischen Band 1 und 2 vergehen lassen, dass es sich für mich tatsächlich auch wie eine Geschichte angefühlt hat. Und das kann ich wirklich auch nur empfehlen, weil das Buch tatsächlich gefühlt einfach in der Mitte endet. Man merkt natürlich, dass der Spannungspunkt schon ein bisschen gut gewählt wurde, das möchte ich gar nicht kritisieren, aber man merkt natürlich, dass Samantha Shannon ihren Spannungspunkt ganz anders fortlaufend erzählt hat. Und das ist für mich persönlich eben auch immer mal ein Problem, wenn Bücher einfach in der Mitte geteilt werden, dass das eben oftmals keinen Sinn macht. Aber wenn man jetzt beide direkt hintereinander hat und es sind beide eben auch schon erhältlich, dann lest das gefühlt einfach in einem weg, dann fällt euch ja diese Trennung im Grunde gar nicht auf. Und das Buch ist es wirklich wert, dass man wirklich dran bleibt und darin versinkt und eintaucht und es einfach genießt. Und solltet ihr über den Begriff Honigmond stolpern, dann schaut mal meine Bücherwoche, da löse ich auf, was dahinter steckt. Ein Übersetzungsfehler, den ich ein bisschen kritisch finde und der mich ganz schön zum Nachdenken gebracht hat. Ja, und das war's jetzt auch schon, das 22. Türchen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.